Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Most Wanted. Und ja, wir fahren wieder mit dem Porsche. Ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem Wagen alle Rennen zu machen, die möglich sind. Das heißt, für diesen Auto haben wir noch zwei Rennen, die schwer sind. Also legen wir los. 1 Kilometer ist das nächste Ziel von uns entfernt, also gehen wir dorthin. Wahrscheinlich werdet ihr einen kleinen Unterschied merken von meiner Stimme. Ich nehme jetzt anders auf, habe immer noch denselben Mikrofon. So, nicht die Grafik, sondern die Effektlautstärke stelle ich auf 50%. Das müsste dann einigermaßen okay sein. So. Schauen wir mal, was wir aus diesem Porsche alles so noch rausnehmen können an Stärke und Schnelligkeit. Ja, wenn ich so fahre, dann zeige ich euch gar nichts. So, fangen wir an mit einem epischen Rennen. Energieschub Nitro und Prollschutzkarosserie. Los geht's. Hoffentlich werde ich nicht failen, denn es ist auf schwer. Normalerweise spiele ich alles, was möglich ist, auf schwer, solange ich keine Let's Plays davon mache. Also vorhin, als ich noch keine Let's Plays gemacht habe, habe ich immer probiert, das Schwerste hinzukriegen. Einfach aus Spaß. Ich will... Keine Ahnung. Im Grunde nicht zu erklären. Ich mag es einfach, alles auf schwer zu spielen. Dauert länger und somit kann ich das Spiel länger genießen als normal. Mein Gott. So. Zeigen wir es denen, dass wir es auch auf schwer mögen. Mein Gott. Noch mehr Nitro. Ist der schnell, der muss. Ist das ein Mustang? Ja, ich glaube ja. Auf jeden Fall hat dieses Auto Power. Dagegen sollte man nicht meckern. Und warum habe ich Slacks und ich bin gecrashed? Ich bin blöd. Alle, komm schon, ich will weiterfahren. So, benutzen wir so viel Nitro wie möglich ist. Mein Gott, war das knapp. Und ich habe vorhin gesagt, ich wäre gut und ich werde jetzt verlieren. Dazu sage ich nur Epic Fail. So, ich glaube, ich werde das Rennen gleich neu anfangen, so wie es aussieht. Nein, ich will es neu versuchen. Yep. Tut mir leid, dass ich so schlecht bin. Ich habe schon 4 Tage nicht mehr gespielt. Ist keine Entschuldigung, aber egal. Immerhin etwas. Komm schon, ich will fahren. Und guckt euch das Video in Full HD an. Ich werde ab dem 5. Part, also jetzt, alles auf Full HD von diesem Spiel hochladen, weil das Spiel einfach zu geil aussieht, dass ich es auf HD stelle. Dann sieht es einfach besser aus. Noch eins. Ich probiere jetzt die ganze Zeit Nitro. Bam. Noch eins. Noch schneller werden. Komm schon, die 300. Nein, 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 nein. Was mir hier irgendwie fehlt, ist der Speedbreaker, also Zeitlupe. Das wäre hier sehr, sehr praktisch. Ich bin vom Need for Speed, vom anderen gewohnter. Denn bei kritischen Situationen kann man sich retten und hier nicht. Muss man ganz neu anfangen. So, in die Kurve. Driften. Yep. So ist es gut. Wenn die anderen knallen und ich weiterfahre. So.
Nein! Schon wieder mal. Mein Gott, warum immer hier? Was habe ich getan? Warum seid ihr so böse mit mir? Ah, schaffe ich nicht mehr. Unmöglich. Immer dieser Mustang. Entschuldigt, Leute. Es wäre bestimmt interessanter, wenn ich Themen zum Reden hätte. Aber bis jetzt hat ja keiner etwas geschrieben, worüber ich reden könnte. Ihr seid ja so nett. Es ist ja auch nicht eure Schuld. Ich hatte mir auch fast keinen dazu. Es ist ja der Anfang. So. Und dieses Mal probiere ich keinen Fehler zu machen. Warum habe ich das gesagt, dass ich mit jedem Auto alles schaffen will? Mein Gott. Das ist doch Selbstmord. Im physischen Sinne. So, den haben wir überholt. Vierter Platz. Komm weiter. Die anderen schaffen wir auch. So, haben wir auch geschafft. Und? Nein, du kommst nicht doch. Knall gegen die Wand. Gut so. Nitro wieder aufladen und benutzen. Auf jeden Fall nicht vergessen, dass da vorne eine Wand ist, die uns vor dem Ziel auffällt. Nein, 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 nein! Jetzt kommt das Auto. Ist doch nicht wahr? Ja, genau. Warum habe ich keinen Ton? Ah, okay. Ich dachte, der Ton wäre weg. Eine Runde fliegen, weil wir so gut sind. Damit wir sowieso verlieren. Nein, keine Chance. Schon wieder neu anfangen. Ich habe keinen Bock. Tut mir leid, Leute. Dass ich so schlecht bin. Worüber könnte ich nur reden? Damit die Zeit für euch schneller vergeht. Denn ich habe mir schon einige Let's Play angeschaut. Und die Leute, die immer über Themen reden, die interessant sind, die von den Leuten gesagt werden, worüber man reden sollte. Dann vergeht die Zeit so schnell. Bedeutet ja nicht, dass die Leute, die über keine Themen reden, dass sie langweilig sind. Nein, auf keinen Fall. Es gibt ja Leute, die nur über Spiel reden, so wie im Moment ich. Aber ich würde schon gerne über Themen manchmal reden. Und nicht nur über das Spiel. Ich finde das voll blöd. So. Ich probiere es jetzt wirklich zu schaffen. Ich konzentriere mich jetzt. Wer glaubt, dass ich mich konzentriere? So. Nitro gut einsetzen. Schneller als vorher. Und dieses Mal werde ich nicht gegen ein Auto knallen. Und auch nicht gegen die Wand. Hoffentlich, denke ich. Bitte. Schicksal, sei nicht so böse mit mir. Dieses Mal bleibe ich rechts und drifte hier. So. Und hier war die Wand. Die werden wir dieses Mal nicht küssen. Oder beziehungsweise crashen. So. Wenn wir jetzt keinen Fehler machen, könnten wir es tatsächlich schaffen. War das knapp. Ja, wir schaffen es. Ja, wir schaffen es. Ja, nicht zu früh glücklich sein. Und Energieschub Nitro und Prallschutzkarosserie. So, und wir können jetzt den nächsten Platz. Gewinnen. Also, ja. Ich glaube, man konnte das schon vorher, aber egal. Alle, komm, Menü. Ich will dich. Neues Most Wanted Rennen verfügbar. Most Wanted Wagen.
Und Nummer 9. Shelby Cobra 427 gewinne das Most Wanted Event, um diesen Wagen freizugeben. Dann schalte ihn aus, um ihn zu besitzen. Okay, und die Distanz zum Event 8,7 Kilometer. Dann haben wir jetzt etwas zu tun. So, dann legen wir gleich los und schauen uns schon, wie das nächste Intro ist. Man kann das Nitro jetzt nicht benutzen, man kann es nur benutzen, wenn es voll ist. Das finde ich ein bisschen schade, aber wenn es funktioniert, dann geht's ab. Was ich damit meine, werdet ihr bald sehen. So, ich probiere es jetzt nicht in der Kurve aus, aber das auf keinen Fall. So verrückt bin ich auch nicht. So, jetzt. So, jetzt habt ihr es gesehen, es ist ein starker Schub. Einfach nur ein starker Schub. Wo alles Nitro in einer Sekunde gepresst wird. So wie wir beim Kacken. Nein, Spaß. Ja, die Polizei wird mich nicht finden. Aber warum habe ich gebremst? Fail. 250. Wie schnell man mit diesem Nitro auf fast Höchstgeschwindigkeit kommt. Und schaffen wir das? Nein. Müssen schneller sein. Ich wollte das EA-Schild kaputt machen. Oh, noch ein Auto. Den haben wir jetzt im Besitz, weil wir den jetzt angefasst haben, beziehungsweise einfach in der Nähe waren. So. Man muss nicht immer zum Auto wechseln, damit man es im Besitz hat. Mein Gott. Es ist doch so viel einfacher, wenn man ohne Reden spielt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. An die Leute, die keine Let's Plays machen. Aber wie gesagt, daran gewinnt man sich und mit Übung geht alles. Und damit meine ich alles. So, Nitro zünden. Und wir haben noch 3,5 Kilometer vor uns. Und ich glaube, ich bin falsch. Genau. Zwei, dreimal gegen ein Auto knallen. Und in die falsche Richtung gehen. Ja, ihr könnt ja, wenn mir jemand zuschaut, dann könnte diese Person oder diese Personen, ja genau du, der genau jetzt zuschaut, einen Kommentar hinterlassen, wie euch das Spiel bis jetzt gefällt. Das würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel zwar gut, aber ist nicht gerade das Beste, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Das war in den letzten Need for Speeds nicht so. Das finde ich schade. Vorher war alles besser. Irgendwie ist das bei fast alles so. Finde ich ein bisschen schade. Dass die Spiele so jetzt nur die Qualität zählt und das Spiel an sich, die Story und so, so voll schlecht ist. Einfach nur, man könnte denken, sie würden einfach nur etwas in einem Tag ausdenken und dann ist einfach zusammensetzen und dann denken sich, ja, die gute Qualität, die reicht schon, um die Leute zu überzeugen. Ja, genau. Da liegt ihr falsch. Es gibt natürlich auch Spiele, die immer noch gut sind heute. Mein Gott, warum habe ich die Polizei berührt? Warum bin ich so schlecht? Kann mir jemand das verraten? So, Nitro zünden in der Fluchtphase. So ein bisschen weitergehen damit, die Polizei. So, gelb. Gelb sieht voll geil aus. Ich will aber rot. Noch einmal, komm. Nein, weiß ich scheiße. Ich will noch einmal. Komm schon. Und da ist noch ein Auto. Hm. Den haben wir jetzt auch. 13 von 123. Cops in 10 Verfolgungen entkommen. So, rot haben wir jetzt. Und gehen wir in den 9. Platz von Most Wanted. Bleib stehen. Und los geht's. Besiege den Shelby Cobra 427. Werde Erster. Nein, werde Zweiter. Mein Gott.
frage mich immer, wie sie das machen. Solche Intros sind einfach nur epic. Und die Polizei ist hinter uns her, so wie immer. Ich glaube, bei den Most Wanted ist die Polizei immer hinter uns. Genau. So, jetzt haben wir fast. Ich habe fast gesagt. So, jetzt sind wir im ersten Platz. Hoffentlich behalten wir das bis zum Ende. Und das ist eine 8 Kilometer lange Strecke. Mein Gott. Er macht doch Witze. Nein. Ich konnte nicht bremsen. Ich habe gebremst, aber hat nicht gebremst. So, fangen wir dich wieder auf. So, durch die Seite gehen, Straßensperre. Jetzt schnell um die Kurve driften. Ja, wo soll ich jetzt hin?